Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 13 mit der Alemannia aus Aachen und natürlich immer noch mit mir. Und ihr habt es in den letzten Parts so ein bisschen mitbekommen. Wir kommen wieder rein, wir kommen wieder richtig ins Rollen mit der geilen Alemannia, wenn man so will. Gegen Leverkusen gewonnen, gegen die Bayern gewonnen und gegen Fürth gewonnen. Mir fällt gerade auf alle drei Spiele 1-0, ne? Ist mir gar nicht so aufgefallen, weil wir ja zwischendurch noch die Europa League hatten. Das gucken wir uns hier nochmal ganz schnell an. Und zwar Kalender, Ergebnisse, Spielplan. Genau, gegen die Young Boys Bern. Da auch beide Spiele gut bestritten. Hier 4-1 gewonnen und 2-1. Das heißt, ja, wir sind jetzt mittlerweile wieder seit 5 Spielen ungeschlagen. Seit 5 Spielen ungeschlagen und in der Bundesliga sogar noch seit mindestens 270 Minuten ohne Gegentor. Und das ist, denke ich mal, richtig krass. Guckt euch mal an, ne? Parker. Also der ist auch wieder richtig drin, der gute Shaw Parker. Von Sobic kam noch nicht allzu viel, muss man aber auch dazu sagen, in der Europa League ist er gesperrt. Und in den anderen Spielen haben wir ihn gar nicht so sehr aufgestellt. Gegen Fürth glaube ich schon wieder, aber gegen die Bayern und gegen Leverkusen, soweit ich weiß nicht. Gegen die Bayern zumindest nicht, ne? Ist ja auch halb so wild. Ein Sobic, der sich auf jeden Fall richtig eingelebt hat bei uns, der auch seine Buden schon gemacht hat und der noch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein wird, gar keine Frage. Und wir gucken mal rein, die Nachrichten. Markus Schwan ist frustriert. Ja, er hat dafür, dagegen nicht mehr so häufig getroffen, seit 410 Minuten. Da quatschen wir doch mal ein Ründchen mit ihm. Gönn dir eine Pause, bist müde? Nee, das ist boah, guckt euch das an, Freunde, eine 77. Eine 77. Nee, das ist Blödsinn, da brauchen wir jetzt erstmal nicht reden, weil wir nicht die nötigen Mittel haben, beziehungsweise das nicht sagen können, was wir wollen. Pütt noch 12 Tage verletzt. Auch noch bitter. Riskante Ansprache erfolgreich, wirkt sich äußerst positiv aus. Sehr schön, Scouting abgeschlossen. Und Hani Mukhtar ist wieder fit. Jetzt muss ich mal gucken, wir hatten ja die Auslosung schon für die Europa League, das Spiel gegen Bremen. Ich wollte nur mal schauen, wann das genau angesetzt ist. Genau hier. Stimmt, wir haben ja gesagt, wir spielen gegen Bremen in der Bundesliga, danach gegen Bremen in der Europa League, Gladbach und dann wieder Bremen. Ich verstehe, die ganzen Rautenvereine hier, ne, wenn man so will. Wird lustig werden, dreimal gegen Bremen innerhalb von 12 Tagen waren es, glaube ich. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze bestehen. Aber darum geht es gar nicht, sondern ihr seht oben, DFB-Pokal steht an gegen Dortmund. Auswärts, und ich habe es ja schon mal gesagt, von der Megakulisse hier. 99.440 Zuschauer werden erwartet. Das ist überragend. Also das wird richtig geil werden. Wir haben ja noch eine Rechnung offen mit den Dortmundern. Man erinnere sich an das letztjährige DFB-Pokalfinale. Gegen Dortmund, da können wir noch so ein bisschen was gut machen, ganz klar. Aber das wird schwierig werden. Ist logisch. Und wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen weiter. Nachrichten haben wir ja keine mehr. Gucken uns nochmal ein bisschen um. Werden natürlich die Mannschaft versuchen, irgendwie aufzustellen. Und gucken wir mal, Parker schafft es leider nicht. Parker schafft es leider nicht zur Wahl, beziehungsweise überhaupt zum Fußballer des Monats Februar. Patrick Helme setzt sich dann durch vor Ezaz Hussein und eben unserem Sean Parker, den wir es echt mal gönnen würden. Ne? Hat er das schon mal geschafft? Fußballer des Monats 6-mal insgesamt schon. Sehr schön, super letztes Spiel, Freundchen. Natürlich ganz klar, 8,5 Millionen Marktwert, hier eine Stärke von 82, Freunde. Also, da geht es momentan wieder richtig zur Sache, ne? Das hebt natürlich auch, oder das steigert die Laune hier bei mir. Ganz logisch, wenn es wieder so klappt und wieder so läuft mit Aachen. Und genau, ich habe mir ein Zettelchen geschrieben, Jugendmannschaft aufräumen, das müssen wir machen. Jetzt gucken wir uns mal ganz schnell den an. Ach komm, ich nehme ihn jetzt einfach schnell mit rein, fertig. Und dann werde ich eh schnell das Jugendteam aufräumen, denn da haben wir ganz schön was angesammelt. Passt mal auf, in der A-Jugend, da passt alles, aber in der B-Jugend. Rrp, schaut euch das mal an. Das ist ein bisschen arg viel. Da müssen wir uns jetzt echt mal umgucken. Also Talent. So, und dann muss der Rest nämlich somit raus, was nicht passt. Hier, Christoph Heberer nach Hause schicken. Okay, alle, die unter einer 40 sind, haben hier eigentlich schon fast keine Daseinsberechtigung, wenn man so will. Beziehungsweise wir müssen eben ein bisschen aufräumen. Dann kann man das ganz gut kombinieren. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir einen Torwart, aber den lassen wir mal lieber drin. Nicolas Sommer. Jetzt müssen wir nochmal schnell Ausstellungsassistent machen, damit ich hier durchblick. Linus Bölzler. So, nach Hause schicken. Ja, Sommer, der wird sich auch nicht wird es auch nicht packen, nicht durchsetzen können. Schicken wir mal nach Hause. Brian Haupt. Ja, eigentlich auch nicht, ne? Eigentlich auch nicht. Müssen wir auch nach Hause schicken. Mir tut es natürlich wie immer leid für alle, die ich jetzt nach Hause schicken muss, aber wir müssen einfach ein bisschen aufräumen hier. Philipp Hughes, so, Tim Ohlrogge, da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie der vorher war. Lass ich mal drin, weil der momentan verletzt ist auch noch. Der hat eine 43, Aaron Wolf, was auch immer, auch nach Hause schicken, komm. Ja,
Dann lassen wir das mal grob so, oder? Würde ich fast sagen. Ich meine, Gütt und Rausch ist die Frage. Eine 48 in der A-Jugend. Reicht das? Unter Umständen. Einen 48er haben wir innen, aber eigentlich nicht. Aber gut für die Reserve. Zumindest mal. Also würde ich sagen, lassen wir erstmal so. Guckt euch das auch mal an hier, ne? Aufstellungsassistent nochmal. 578er Stärke, die zweite. Und die erste 599. Also die A und B, meine ich. Das ist nicht so viel Unterschied. Das ist schon brutal. Das ist echt brutal. Okay. Haben wir das? Dann noch zum anderen mal wieder ein liebes Dankeschön an den André, denn es sind ein paar neue Bilder mit dabei. Müssen wir mal gucken. Für die erste natürlich nicht, ganz klar, sondern für die zweite vor allem. Surma ist noch nicht dabei, oder müssen wir mal gucken, was da nicht geklappt hat. Boah, auf jeden Fall hat jetzt ein Bildchen, das 5-Sterne-Talent. Dann Gatto, das habe ich, glaube ich, neulich schon gezeigt. Schmelzer, weiß ich jetzt gar nicht, wen wir da noch alles hatten. Pharaon auf jeden Fall. Hat auch noch ein neues Bildchen. Ich klicke mal einfach schnell durch. Und dann sehen wir ja alle. Können wir nochmal alle begrüßen. Philipp Huth müssen wir noch machen. Daniel Kluge, Mats Schumann, Sidki Özgül, Martin Egger, Hanni Mukhtar und so weiter und so fort. Und um die zwei, die noch keins haben, da kümmern wir uns drum. Aber das soll euch jetzt gar nicht interessieren, sondern wir gehen nochmal ein kleines Stückchen weiter. Ihr seht, Dortmund rückt immer näher. Es ist momentan, beziehungsweise jetzt, der 1. März und wir gucken rein. Also Dortmund in der ersten Runde gegen Buchbach 2-1 gewonnen, in der zweiten Runde gegen die Löwen 2-0 gewonnen, in der dritten Runde Wolfsburg 4-1 weggehauen. Also das ist brutal. Gut, wir haben auch Köln 4-0 weggehauen, aber ich denke, Wolfsburg ist dann doch nochmal ein etwas anderes Kaliber als Köln, ganz klar. Wir zuvor gegen Hertha und gegen Heidenheim weitergekommen und gegen Heidenheim wäre es ja schon fast vorbei gewesen, ne? Bevor es eigentlich so richtig losgegangen wäre. Ihr habt es mitbekommen, 5-3 nach Elfmeterschießen, das war nicht unbedingt souverän. Aber gut, am Ende zählt im Pokal nur das Weiterkommen. Und in den letzten beiden Spielen haben wir nicht mal ein Gegentor bekommen. Von dem her, richtig, richtig gut, was wir da gezeigt haben. Unser Angstgegner, die Dortmunder, ja, kann man wirklich so sagen. Aber ihr seht, wir sind sogar stärketechnisch momentan besser als Dortmund. Wir haben eine 864, die Dortmunder nur eine 861. Da gucken wir gleich mal rein in den Kader, wieso es da nicht passt. Ich meine, die stehen in der Bundesliga ganz oben. Woran hapert es? Woran fehlt es? Ist irgendjemand verletzt? Wir werden es gleich sehen. Teamvergleich. Barry-Beck vorne drin. Ja gut, die haben vielleicht auch viele Talente, ne? Hier Barry-Beck 23, der wird natürlich noch überragend werden. Götze sowieso, Reus auch. Wobei Reus nur eine 77 hat. In Anführungszeichen nur. Gut, ist jetzt mittlerweile auch schon 27. Auch Götze wird schon, ja, 24 Jahre alt sein oder jung, wie auch immer. Hier ist unser Kollege, Sascha Rose. Der angsteinflößende Spieler, wenn man so will. Der hat's uns versaut. Adler, Hummels, Chandler, Subotic, Schmelzer. Also im Großteil ist die Mannschaft noch einigermaßen gut beisammen. Holtby, neu der Eckschalker bei Dortmund jetzt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, okay. Was mich mal interessiert, komm, das machen wir mal ganz schnell. Hat jetzt zwar mit dem Thema gar nichts zu tun, aber ihr habt es ja mitbekommen. Boateng wechselt in die Bundesliga zu Schalke, was ich richtig geil finde. Dass der wieder in der Bundesliga spielt. Aber ich wollte jetzt einfach mal gucken, wo der gerade spielt. Wenn der überhaupt noch spielt. Nicht, gibt es da viele Boatengs. Wartet, wir machen es anders. Wo ist denn Jerome Boateng? Boah, gibt da also. Jerome Boateng, so, und dann Kevin Prinz Boateng. Immer noch bei Mailand, beim AC Milan. Nicht schlecht. Aber, also, schon schlecht eigentlich eher, ne? 29 Jahre, mit 73, der würde nicht mal mehr bei uns spielen, so ungefähr. Interessant, okay. So, jetzt wieder zurück zur Arbeit, mehr oder weniger. Jetzt kümmern wir uns nochmal um die Mannschaft, wie die größtenteils steht und werden uns dann vielleicht nochmal um Manndeckung, ne, kümmern. Ich meine, Reus und Götze, das sind überragende Spieler, da müssen wir mal gucken. Sobic, Parker vorne drin. Ihr seht auch von der Frische, ne? Das ist nicht mehr, die sind schon angeschlagen mit den ganzen Spielen unter der Woche, die wir einfach haben, ganz klar. Schwan ist auf der Bank, das ist auch schon mal wichtig. Bin sogar am Überlegen, ob ich einen Schwan... Wobei, Schwan hat nicht getroffen. Ne, lass mir jetzt mal außen. Schulz auf links, Gnabry auf rechts. Was hat denn Weiß? Eine Elferform, Gnabry eine 13er. Dann spielt Gnabry erstmal. Leitner, Rode, Meier, Una auf der Tribüne erstmal. Günther eine 81. Ne, hör mir auf. Junz 75 rentiert sich nicht. Das sind ja überall besser aufgestellt. Borschuk auch. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht mit zwei Sechsern spielen sollen und Sobic rausnehmen. Bin ich gerade echt stark am Überlegen. Wen haben wir denn noch auf der 6? Günther möchte ich eigentlich nicht hinstellen. Leitner und Kolasinac mit einer 72.
Komm, ich pack's. Ich mach's jetzt wirklich. Wir packen Kolasinac da hinten rein. Auch wenn Dortmund vielleicht stärketechnisch nicht so übertrieben gut ist, wie ich es jetzt erwartet hätte. Aber trotzdem, ich will da eher auf Nummer sicher ein bisschen gehen. So, und machen das Ganze dann letztendlich so. Ja, machen wir auch. Also, rein geht's. Ab in die Taktik. Sturmtank dann vorne drin, nur Parker. Prämie gibt's 2000 Euronen. Oder komm, machen wir 5000, komm. So, 5000 Euro. Pressen nicht ganz so sehr. Bisschen zurückkommend. Konterspiel. Versuchen wir mal bei 40% hier. Okay. Beziehungsweise da gehen wir auch noch auf 50 runter. Okay, passt. Individuelle Anweisungen, die passen auch laufige. Die müssen wir vielleicht nochmal kurz angucken. Da die Außenverteidiger nicht ganz so weit nach vorne. Gnabry dafür und Schulz schon ein bisschen mehr. Kolasinac macht da so ein bisschen dicht. Das passt auch. Beziehungsweise Kolasinac lassen wir mal nur so laufen. Mal ja so. Okay. Zack und zack. Okay, ne, ich denke, so passt es ungefähr. Das können wir lassen. Jetzt schauen wir nochmal in den Vergleich. Denn das ist, finde ich, relativ wichtig, dass wir da versuchen, die Jungs zu decken. Also Opare geht auf Götze, Castro geht auf Reus. Und eine Sonderüberwachung für Bahibek, weil guckt euch das an. 17 Tore in 16 Spielen. Das ist ein absoluter Topwert. Ganz klar, den müssen wir decken. Und Reus und Götze mit dem Tempo hier, Antritt 91, das ist krass. Also die müssen wir gut decken, ganz klar. Den Rest, denke ich mal, können wir erstmal außen vor lassen. Rose als Defensiver macht wenig Sinn. Subotic mittlerweile besser als Hummels, ne? 28. Hummels auch. Aber Subotic ist besser. Okay, nee, ich will jetzt gar nicht mehr mega noch drum rumquatschen. Natürlich gibt es ein 3D-Spiel. Ist ja ganz logisch. Geh nochmal schnell rein. 3 ungelesene Nachrichten. Talent Daniel Kluge drängt sich auf. Daniel Kluge? Daniel Kluge? Den haben wir dann aber gekauft, oder? Beziehungsweise halt so angeboten bekommen. Oder ist der aus der Jugend? Ich weiß es gar nicht. Ist mir jetzt so noch gut. Jetzt mit dem Bild sieht er eben ein bisschen anders aus, aber ist mir so gar nicht aufgefallen. Ich meine, 62 mit 19, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Der kommt schon ganz gut. So, Vereinsmuseum macht Verlust. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern demnächst. Und Slobodan Medojevic hat beim FC Augsburg verlängert. Nee, dann würde ich sagen, speichern wir schnell. Und dann können wir eigentlich schon reingehen ins Spiel gegen Dortmund. Wie gesagt, natürlich 3D-Spiel. Ganz klar, wir wollen die Dortmunder natürlich irgendwie besiegen. Ganz klar. Auch wenn es schwierig werden wird, aber natürlich nicht unmöglich. Unmöglich ist, denke ich, in der Liga gar nichts mehr, wenn man sieht, wie wir gegen die Bayern gespielt haben. Ganz klar. So, Dortmund in den Heimtrikots eigentlich, ne? Dann spielen wir in den Auswärtstrikots. Beziehungsweise wir eigentlich auch in unseren Heimtrikots. Ja, machen wir einfach so. Viertelfinale. Und dann geben wir den Jungs mit. Was geben wir denn mit? Ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich würde sagen, wir werden ihnen das Leben schwer machen, oder? Nee, wir werden keinem Zweikampf aus dem Weg gehen. In dem Sinn, auf geht's Aachen!